Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie, Herrn Professor Kantner und die Mitglieder der Expertenkommission Forschung und Innovation ganz herzlich begrüßen. Und Sie haben das Wort, Herr Professor Kantner. Ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Frau Ministerin, für die Expertenkommission war das vergangene Jahr ein Jahr umfassender personeller Veränderungen. Aufgrund des turnusgemäßen Ausscheidens mehrerer Kommissionsmitglieder hat die Expertenkommission das aktuelle Jahresgutachten in weitgehend neuer Besetzung und mit mir als neuem Vorsitzenden erstellt. Die Expertenkommission und ihre Gutachten bleiben selbstverständlich den von der Bundesregierung im Einrichtungsbeschluss formulierten Aufgabenstellungen verpflichtet. Wir werden uns auch weiterhin einem breiten Spektrum verschiedenster Fragestellungen der Forschungs- und Innovationspolitik widmen. Von der Grundlagenforschung, neuen technologischen Entwicklungen und dem Wissens- und Technologietransfer über unternehmerische Forschungs- und Innovationsaktivitäten sowie die Aus- und Weiterbildung bis hin zu Aspekten der Governance. Neben technologischen und wirtschaftlichen Aspekten planen wir vermehrt auch die ökologische und soziale Dimension der Forschungs- und Innovationsaktivitäten in den Blick zu nehmen. Denn für uns als Expertenkommission ist Innovation kein Selbstzweck. Sie soll vor dem Hintergrund aktueller globaler Entwicklungen den Wohlstand und Zusammenhalt der Gesellschaft im Einklang mit ökologischer Nachhaltigkeit stärken. Dafür ist das deutsche Forschungs- und Innovationssystem weiterzuentwickeln. Und wir wissen, dass dies eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Die Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation bedürfen beständiger Anpassung, damit ökonomisch rentable, sozial verträgliche und ökologisch tragfähige Innovationen entstehen können. Wir, die Expertenkommission, möchten mit empirisch fundierten Informationen dazu beitragen, dass es in Deutschland gelingt, sich diesen aktuellen und zukünftigen Herausforderungen erfolgreich zu stellen und neue Chancen auf breiter Ebene zu nutzen. Vor diesem Hintergrund würdigen wir in unserem aktuellen Gutachten zunächst die Maßnahmen, die die Bundesregierung im vergangenen Jahr zur Umsetzung der Hightech-Strategie 2025 ergriffen hat. Mit der Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung und der Gründung einer Agentur für Sprunginnovationen wurden zwei neue Instrumente der Forschungs- und Innovationspolitik geschaffen. Wir vertreten nachdrücklich die Position, dass die Agentur für Sprunginnovationen ein Höchstmaß an Unabhängigkeit von politischer Steuerung erhalten sollte, um erfolgreich arbeiten zu können. Wir begrüßen darüber hinaus ausdrücklich die Fortschritte, die die Bundesregierung im Bereich der Wissenschaftspolitik mit den Ländern erzielt hat. Wir befürworten den erhöhten Stellenwert, den der Wissens- und Technologietransfer im vierten Pakt für Forschung und Innovation einnimmt. Zudem erachten wir es als sinnvoll, dass der Zukunftsvertrag zu Studium und Lehre unbefristet geschlossen wurde. Über die Kommentierung der aktuellen F&I-Politik hinaus haben wir uns im aktuellen Gutachten mit drei Themen vertieft auseinandergesetzt. Anlässlich des 30. Jahrestages der Deutschen Wiedervereinigung haben wir die Innovationstätigkeit von strukturähnlichen Unternehmen in Ost- und Westdeutschland untersucht. Wir zeigen, dass sich die Innovationstätigkeit ostdeutscher Unternehmen an diejenige westdeutscher Unternehmen angeglichen hat. Jedoch, dies zeigt unsere Analyse auch, besteht in ostdeutschen Regionen noch ein Aufholbedarf bei der Aufnahme von Innovationsaktivitäten und bei der Einführung von Innovationen in den Markt. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang ganz generell in strukturschwachen Regionen Unternehmen bei der Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen verstärkt zu unterstützen. Darüber hinaus sollten Unternehmen ohne Forschung und Entwicklung stärker in die Forschungs- und Innovationsförderung integriert werden. Auch regen wir an, überregionale Kooperationen zu fördern. Das zweite Schwerpunktthema des Gutachtens ist der Zusammenhang zwischen Cybersicherheit und Innovationen. Es zeigt sich, dass Cyberbedrohungen negative Auswirkungen auf die Innovationstätigkeit von Unternehmen haben. Unter anderem, indem keine neuen Innovationsprojekte geplant oder geplante Innovationsprojekte nicht begonnen werden. Daneben ist Cybersicherheit selbst Gegenstand von Innovationsaktivitäten. Gemessen an der Zahl angemeldeter Patente liegt Deutschland deutlich hinter den USA, China oder Japan. Um Cybersicherheit in Deutschland zu stärken, empfehlen wir insbesondere die Vermittlung von Cybersicherheitskenntnissen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie an Hochschulen weiter voranzutreiben.
Kleine und mittlere Unternehmen sollten durch niedrigschwellige Beratungsangebote bei der Umsetzung von Cybersicherheitsmaßnahmen unterstützt werden. Darüber hinaus gilt es, die digitalen Infrastrukturen zu sichern und F&I-Aktivitäten in der Cybersicherheit zu fördern. Im dritten Schwerpunkt untersuchen wir den Wissens- und Technologieaustausch zwischen Deutschland und China. In den vergangenen Jahren ist in Deutschland die Sorge gewachsen, dass es beim Wissens- und Technologieaustausch mit China zu einem einseitigen Abfluss von Know-how und damit zu einer Schwächung der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Deutschlands kommt. Die von uns ausgewerteten Daten zu chinesischen Unternehmensübernahmen in Deutschland liefern hierfür allerdings keine empirischen Belege. Nichtsdestotrotz sind Unternehmensbeteiligungen und Übernahmen durch chinesische Investoren grundsätzlich mit der Möglichkeit einer politstrategischen Einflussnahme verbunden. Und dieses Problem belastet auch Austausch und Kooperation im Wissenschaftsbereich. Um den Wissens- und Technologieaustausch mit China zum beiderseitigen Nutzen zu gestalten, sprechen wir uns dafür aus, den Aufbau von China-Kompetenz in Deutschland stärker zu fördern. Bei Kooperationen im wirtschaftlichen Bereich empfehlen wir der Bundesregierung, sich nachdrücklich für gleiche Wettbewerbsbedingungen bei Direktinvestitionen einzusetzen und Übernahmen im Bereich sensibler Technologien umfassender zu prüfen. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, wir stellen dem Forschungs- und Innovationssystem Deutschlands cum grano salis ein gutes Zeugnis aus. Deutschland hat so erfolgreich wie kaum eine andere Volkswirtschaft die Finanz- und Wirtschaftskrise bewältigt. Auch die volkswirtschaftlichen Eckdaten wie Beschäftigung und Bruttoinlandsprodukt haben sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Die Stärken des deutschen Forschungs- und Innovationssystems haben dazu ohne Zweifel beigetragen. Deshalb sind wir heute in der Lage, eine entsprechende Ernte einzufahren. Doch international werden zurzeit in vielen innovationsrelevanten Bereichen, die auch die deutschen Kernindustrien unmittelbar betreffen, neue Wege eingeschlagen. Um dabei weiterhin an der Spitze mitgehen zu können, muss neben das Ernten ein umfängliches Aussehen treten. Ansonsten wird uns in Zukunft eine einträgliche Ernte versagt bleiben. Damit Deutschland ein Top-Wissenschafts- und Innovationsstandort bleibt und nicht ins Mittelfeld abrutscht, bedarf es eines hohen Maßes an Agilität, Reaktionsfähigkeit und Risikobereitschaft aller Beteiligten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Zugleich sind insbesondere auch kluge, vorausschauende Entscheidungen durch die Politik verantwortlich. Wir hoffen, dass wir Sie mit unserem Gutachten 2020 bei Ihren Entscheidungsfindungen unterstützen können. Und dann darf ich Ihnen das Gutachten hier übergeben. Genau, nachher nochmal mit dem Foto. Danke. Viel Freude dabei. Mal so schön aufhängen. Ja, sehr geehrter Herr Professor Kantner, sehr geehrte Mitglieder der Expertenkommission Forschung und Innovation, liebe Frau Bundesministerin, liebe Anja Karliczek, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und es ist das 13. Mal, dass diese Gutachtenübergabe erfolgt und diesmal in der Tat neuer personeller Besetzung, aber Sie scheinen ja gut zusammengearbeitet zu haben, sonst wäre ja dieses Werk nicht entstanden. Wir nehmen diese Empfehlungen sehr gerne als Leitfaden für unsere Innovationspolitik in der Bundesregierung zur Kenntnis. Wir setzen nicht alles eins zu eins um, aber wir haben schon manchen Impuls aufgegriffen und manches auch dann endlich einer Umsetzung zugeführt, wie zum Beispiel die steuerliche Forschungsförderung. Wir haben 2018 mehr als 3,1% unseres Bruttoinlandsprodukts in Deutschland für Forschung und Entwicklung ausgegeben und der Bund trägt daran seinen Anteil. Nämlich wir haben seit 2009 bis 2018 die Investitionen um ca. 44% gesteigert, von 12 Milliarden auf 17,3 Milliarden. Und ich glaube, man kann sagen, dass sich das Innovationsklima verbessert hat und dass auch Planungssicherheit durch die Wissenschaftspakte jetzt dazugekommen ist. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Botschaft gewesen, dass wir bis 2030 in all den Bereichen doch wissen, dass da über 160 Milliarden Euro in den kommenden 10 Jahren ausgegeben werden, aber auch, dass Forscher planen können, denn das ist ja auch wichtig, worauf man sich einlässt. Die Exzellenzstrategie gehört dazu. Wir werden eine nationale Wasserstoffstrategie jetzt erarbeiten. Die Datenstrategie ist in der Konsultation.
und soll noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Wir beschäftigen uns mit Blockchain als neuem Anwendungsfeld und wir sind bei der Umsetzung der Strategie für künstliche Intelligenz. Allerdings muss man sehen, dass die von Ihnen genannten dynamischen Entwicklungen in all diesen Bereichen natürlich nicht nur bei uns stattfinden, sondern auch woanders und der Wettbewerb stark, hart und entschlossen ist, weil viele inzwischen auch das Gefühl haben, dass wir in Zeiten nicht nur evolutionärer Veränderungen leben, sondern wirklich auch qualitativer Veränderungen. Und deshalb war die Gründung der zwei Agenturen für Sprunginnovation, einmal im zivilen und einmal im militärischen Bereich, natürlich entscheidend. Wir haben auch in Europa dafür gesorgt, dass dort eine entsprechende Agentur entsteht. Und ich stimme Ihnen zu, diese Agenturen können nur arbeiten, wenn sie außerhalb der politischen Einflussnahme tätig sind. Das ist auch unser Ansatz. Das ist in Deutschland gar nicht so leicht zu realisieren, rein rechtsförmlich. Und der Bundesrechnungshof muss auch erst überzeugt werden davon, dass die Sprunginnovation manchmal ein ganz großes Ding werden kann, aber eben auch viele Dinge dabei sind, die sich nicht so entwickeln. Und auch da muss die Bewertung dann natürlich eine andere sein. Wir werden im zweiten Halbjahr diesen Jahres die Ratspräsidentschaft innehaben und wir werden einen wichtigen Fokus auch darauf lenken, wie kann sich Europa mit seinen Vorzügen als Innovationsstandort auch etablieren. Wir haben den European Research Council, wir werden jetzt auch einen European Innovation Council haben und hier wird es sehr wichtig sein, dass auch der gut ausgestattet wird und dass auch der nach Exzellenzkriterien funktioniert und nicht nach sozusagen Anteilen der Mitgliedstaaten. Ich finde es sehr gut, dass Sie sich im 30. Jahr der Deutschen Einheit mit dem Thema Forschungsstandort neue Bundesländer befasst haben. Es gibt regionale Unterschiede, aber einiges ist geschafft. Auf der anderen Seite sieht man trotzdem immer noch, dass wir qualitativ sehr unterschiedliche Entwicklungen haben. Cybersicherheit, ganz wichtig, und das Thema Zusammenarbeit mit China auch, denn beide Themen sind für uns natürlich von großer Bedeutung, das Thema Cybersicherheit, weil wir unseren Innovationsstandort schützen müssen. Und ich glaube, dass sich viele in der Öffentlichkeit gar keine Gedanken machen, wie viele Cyberangriffe pro Tag ablaufen. Und das Zweite ist, China ist unser größter Handelspartner. China entwickelt sich aber auch sehr dynamisch als Innovationsstandort. Und wie ich das immer nenne, entweder Level Playing Field oder Reziprozität ist schon etwas Wichtiges. Bei der Frage der Firmenübernahmen sind wir schon sehr viel aufmerksamer geworden und haben auch die Schwellen schon gesenkt. Aber das wird uns noch in den nächsten Jahren begleiten. Wir möchten Offenheit mit Fairness verbinden. Ich glaube, das ist das, was das Gebot der Stunde sein sollte. Und einen fairen Wettbewerb um die innovativsten Dinge auch zulassen, aber dann eben in einem gleichen Umfeld, das vergleichbar ist. Alles in allem also Dankeschön und machen Sie weiter so. Und wir werden das sehr ernst nehmen. Und Sie haben ja auch mit der Forschungsministerin schon umfassend gesprochen. Und ich werde mir das gute Stück auch noch mal intensiv anschauen. Jetzt lade ich Sie ein, nach vorne zu treten. Und dann können wir das mal machen.